Willkommen zurück zu Star Wars, Lego, irgendwas, komplette Sage. Also eigentlich Lego, Star Wars, die komplette Sage. Ich bin Kaito, an meiner Seite ist Dimensio. Genau, ich muss immer mal lesen, wie das Spiel heißt. Ich glaube, ich muss immer einen Zettel schreiben. Genau, dann lese ich mal. Zacke an der Stirn befestigen. Lese ich ab Star Wars, die komplette Saga. Ja, ne? Genau. So kennen wir ihn. So, genau, dann lese ich mal vor. So, wir sind immer noch in der Episode 1, die dunkle Bedrohung. Diesmal haben wir es in das Kapitel 4. Oh, Podrennen auf Mos Espa. Königin Amidala und ihr Jedi-Beschützer fliehen von Ambu nach Coruscant, um dort den galaktischen Senat über die Invasion der Handelsbehörden zu informieren. Als jedoch der Hyperantrieb ihres Raumschiffes während ihrer waghalsigen Flucht beschädigt wird, müssen sie auf dem entlegenen Planeten Tatooine notlanden. Okay, na schauen. Der Wüstenplanet Tatooine. Tatooine. Und da ist der Hyperantrieb und jetzt ist er kaputt. Ja, meine Schuld. Aber wir sind Jedis. Wir sind nicht dazu da, um zu reparieren. Wir sind da, um den Frieden zu bewahren. Genau. Ist das denn? Das ist Watto. Der fliegt. Der Schrottplatz. Genau. Der saß gerade. Ja, der saß. Das ist Anakin Skywalker, als Kind. So. Jetzt erzählt er uns, wir kriegen 500 Credits, wenn wir das Podracer-Rennen gewinnen. Yeah! Und er nimmt dann teil. Wie ist das eigentlich? Steuere jeder ein eigenes? Ja, genau. Alter, du hast einen Schwede. Grünen, ich habe einen blauen. Du bist dieser grüne Podracer. Gas muss eigentlich nicht zusätzlich geben, glaube ich. Das erledigt diese Dinger hier. Und pass auf, da kommen ab und zu Hindernisse, ne? So Löcher im Boden. Da zum Beispiel nicht durchfahren, sonst stirbst du. Okay. Was ist das Ziel? Das Ziel ist der grüne Pfeil da hinten. Wir müssen nämlich das Pulver einholen und den ersten Platz holen. Gut gemacht. Jetzt wird's brasselig, weil jetzt schießen die Tusken auf uns. Aber können wir Herzen verlieren und auch sterben, ne? Nur so zum Wissen. Man die kann Menschen immer sterben, wie man mal aus. Ja. Fuck, ich hab schon Herz verloren. Ja, musst du vorsichtiger fahren. Du aber auch. Ach gut, wahrscheinlich da, weil ich mit dir zusammengestoßen bin. So. Ja, das sind immer so Ausreden. Weißt du, das ist immer das der Fall. Meistens ist man selber gar nicht schuld. Genau. Wieso bist du eigentlich so schnell? Ich nutze hier alle Beschleunigungsdinger. Deswegen bin ich so schnell. Und wir haben die Herzen wieder dazu bekommen. Yeah. Natürlich ist es mit zwei natürlich um einiges einfacher, alle Dingens einzusammeln. Alle hier heißen Herzen. Und alle Special ja. Items. Also da vorne ist er. Jetzt kommt ein Ausschnitt, indem man sieht, wie gerne Sir Pulver betrügt, um zu gewinnen. Boah, er hat den Konkurrenten ausgeschaltet. Ja, jetzt gibt Gas, sonst macht euch der Felsen platt, der davor runterstürzt. Der fliegt einfach schneller. Also es gibt keine richtige Taste dafür, es ist einfach nur schnell genug sein. So, hinterher. Die Stalaktite ist auch Geld drin hier. Pass auf, jetzt kommen Felsen von der Seite, die killen dich instant, wenn du da vorknallst. Ja, du kommst ja gleich wieder dazu. Bin ich da vorne, ne? Fels hat dich erwischt, glaube ich. Weiß ich nicht. Warum bin ich auch nicht da? Ja, du bist wieder dazu gespawnt hier. So, weiter. Da vorne ist er schon. Wir sind direkt hinter ihm. Den kriegen wir. Du mal Gas, ey! Wie schnell hast du? Normalerweise musst du schneller sein als ich. Dritte Runde. Der Pulver lacht. Fragt sich noch wie lange. Jetzt sind da drei Teile. Ich weiß, das ist dritte Runde, heißt das. Achso, okay. Wie viele Runden gibt's denn? Drei.
Ja, erwischt. Das habe ich meistens immer verpasst, dieses Teil, weil das echt schwierig zu erwischen ist. Wenn man das später nochmal durchspielt, kann man sogar mit verschiedenen Fahrzeugen das spielen. Also nicht nur mit Hotrennern, sondern auch mit Felsen, Felsen, fuck. Ja, da muss ich da noch, man muss sich dran gewöhnen, diese Steuerung. Ja, aber ist doch mal eine schöne Abwechslung. Ja. Wahrer Jedi, genau. Endlich. Aber eigentlich fast in haben wir bis jetzt in jedem Level gehabt, ne? Ja, bis auf dem letzten Level, also den Level hier vor. Ja. Da hatten wir noch keinen wahren Jedi. Denk dran, die Grünen machen einen schneller. Ja, das habe ich schon nach 3 Runden, weiß ich das. Ja. Schaffst du das nicht. Was? Ach, verdammt. Schneller als hier. Jetzt noch mal alles? Nein, nein, nur die dritte Runde nochmal. Okay. Aber ich weiß auch nicht, wie man schneller. Wahrscheinlich denkt. Weil ich erstmal nur zur Eingewöhnung, ne? Wahrscheinlich, weil du immer wieder zurückfällst hier. Mann, bleib von den Löchern weg. Dadurch werden wir langsamer. Versuch bitte nicht vor irgendeinem Felsen zu fahren, sonst schaffen wir das nie. Schneller, 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 schneller. Ah. Ja. Du brauchst mal vor die Felsen zu kommen, was ist denn los mit dir? Ich war doch gar nicht durch die Felsen. So, jetzt sind wir nah genug dran. Jetzt alle Booster mitnehmen, die wir unterwegs finden. Hier rüber. Genau. Los, 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 los. Ja. Ja. Und gesiegt! Durch mein Skill haben wir es geschafft! Dein Skill? Ja, aber. Wohl eher nicht. Aber ohne mich hättest du es ja nicht geschafft. Aber immerhin war es für mich leichter, so alle Kit-Teile einzusammeln. Da konnte man das auch noch. Die Hyper. Ja, haben wir ja geschafft, die Minikits. Ja. Haben wir ja eingesammelt. Größtenteils. Eins kommt ja nicht einsam, dafür brauchen wir so einen imperialen Flieger. Das kommt ja später. Level abgeschossen! Ich komme nach 5. von 6. So, jetzt haben wir als Fahrzeug Anakin's Pod Racer gewonnen. Yeah! Wir haben jetzt 100% yeah. Den wahren Jedi freigeschossen. Wahrscheinlich war Jedi immer 100%. Ja. Oder kommen die Miniketeile? Wir haben alles sehen, was oder? Nein, nein. Leider nicht. Es fehlen, glaube ich, einer. Ah, fuck, ey. Level abgeschossen. Anscheinend waren die alle auf dem Weg. Ja, eins war da, braucht man den imperialen Flieger für. Da kommt man sonst nicht hin. Ach so, okay. Das war nicht unsere Schuld. So. Ja, ich würde sagen, ist sicherheitshalber. Wir machen beim nächsten Part weiter. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt schon? 8 Minuten schon. 8 Minuten? Den nächsten Part schaffen wir nicht in der Zeit. Nee, dann machen wir den nächsten Part weiter. Okay, das heißt... Dementio und Kaito, sag vor es ab. Tschüss. Ciao.